Ich spreche in diesem Video über das Thema Porno, was und wie an Pornos alles fake ist und welche Folgen der Konsum von Pornos auf deine Lust oder auch dein Liebesleben haben kann. Laut einer Studie der Uni Hohenheim konsumieren Jugendliche mit 12 Jahren das erste Mal Pornos. Dass ihr von dieser Zahl verunsichert oder vielleicht sogar schockiert seid, ist eigentlich völlig normal, denn Pornos sind ja ab 18. Diese Altersbeschränkung dient dem Jugendschutz, denn bei Pornos geht es oft sehr schnell, sehr hart und übertrieben zur Sache. Sinn von Pornos ist es, sehr schnell sexuelle Erregung bei dem Publikum zu erzeugen. Was aber in Pornos vor der Kamera passiert, das Ganze hat so gut wie nie was mit liebevollem oder realem Sex zu tun. Und noch schlimmer, es kursieren auch Pornos, die tatsächlich komplett verboten sind, weil Handlungen wie Gewalt gegen den Willen von Personen geschieht oder andere verbotene Sachen. Und dann das Schlimme ist, man muss gar nicht explizit danach suchen, sondern stößt quasi zufällig darauf. Es ist also wichtig, dass man bewusst entscheidet, ob und was man sich anschaut. Und natürlich erst, wenn man 18 ist. In Pornos wird ziemlich viel ziemlich falsch dargestellt. Hier mal eine kleine Auswahl an 6 unrealen Darstellungen aus Pornos. Erstens, die Darstellung der Geschlechtsteile. Das Ganze fängt bei Pornos natürlich beim Casting an. Erstmal werden Männer mit extrem großen Penissen gecastet. Das Ganze geht aber beim Filmen weiter, denn oft werden einfach Nahaufnahmen gemacht und dadurch wirkt das Ganze noch prägnanter und größer. Bei Jungs ist es so, dass sie sich vielleicht nicht normal fühlen, weil sie einen normal durchschnittlich großen Penis haben und nicht so ein Riesengerät wie in Pornos. In Pornos haben die Darstellerinnen fast immer kleinere innere Vulvalippen als die äußeren Vulvalippen. Ungefähr 50% der Frauen haben im realen Leben größere innere Vulvalippen. Im realen Leben sind Körper und Geschlechtsteile viel unterschiedlicher und man sollte sich nicht mit der Darstellung in Filmen allgemein, aber Pornos speziell vergleichen. Zweitens. Die Frau macht immer das, was der Mann will. Bei heterosexuellen Pornos bestimmt in den allermeisten Fällen der Mann, wie das Ganze ablaufen soll und welche Stellungen zum Beispiel gemacht werden. Die Frau hat relativ wenig mitzureden. Das Ganze ist im realen Leben natürlich nicht so. Auch Frauen wollen und können gerne mitbestimmen. Und es ist aber auch so, dass vielleicht der Mann sich auch mal führen lassen will. Wichtig ist, dass ihr gemeinsam entscheidet, wie der Sex abzulaufen hat. Am besten vielleicht auch vorher schon, aber auch während des Sex darf natürlich über Sachen geredet werden. Wichtig ist einfach, dass ihr euch beide wohlfühlt. Drittens. Das Vorspiel fehlt. Es werden sich die Klamotten vom Leib gerissen und natürlich sofort direkt losgelegt. So läuft das Ganze meistens in Pornos ab. Und das Vorspiel fehlt völlig. Im normalen Leben ist das Vorspiel aber gerade wichtig, um erstmal Vertrauen aufzubauen und zum Beispiel auch, um feucht und erregt zu werden. Im Pornos wird das Ganze dann durch Gleitmittel ersetzt. Viertens, übertriebene Töne und gefakte Details. In Pornos wird von Anfang an direkt extrem gestöhnt und gequiekt und teilweise geschrien. Das kann im echten Leben auch schon mal sein. Sex kann auch völlig leise oder nur ab und zu einmal laut ablaufen und trotzdem Spaß machen. Teilweise kommt das Stöhnen sogar aus der Konserve, also wird nachträglich hinzugefügt. Apropos nachträglich hinzugefügt, kommt es zum Orgasmus, ist das Ganze in den allermeisten Fällen Fake-Sperma und die Menge völlig übertrieben. Apropos Orgasmus, auch der ist in Pornos immer am Ende und beide kommen gleichzeitig und in extremer Stärke. Auch das ist überhaupt nicht im realen Leben so. Es ist auch völlig okay, mal keinen Orgasmus zu haben. Fünftens, ständiger Stellungswechsel. Das, was in Pornos fast schon so aussieht wie Kunstturnen, Handstände, was weiß ich, verschiedenste unmögliche Stellungen, das ist auch so ein bisschen damit zu vergleichen, denn das Ganze folgt einer vorher ausgedachten Choreografie. Im richtigen Leben ist der Sex eher spontan und es kann auch mal sein, dass man vielleicht die Stellung gar nicht wechselt. Sechstens, keine Verhütung. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in Pornos so gut wie nie verhütet wird? Vergleichbar kann man das vielleicht mit einem Actionfilm. Da trägt meistens der Protagonist auch nie einen Motorradhelm, wenn er mit extremer Geschwindigkeit fährt. Sieht vielleicht einfach doof aus. Aber im echten Leben ist es natürlich wichtig, Kondome und auch Helme zu benutzen, denn die Gefahr von Geschlechtskrankheiten ist einfach sonst zu groß.
Ein Problem von sehr frühem und auch sehr intensivem Pornokonsum kann es sein, dass es schon in jungen Jahren zu Erektionsstörungen kommt. Aber auch im Alter kann intensiver Pornokonsum natürlich ein Problem sein. Die eigenen Vorstellungen oder auch der eigene Partner, Partnerin und der eigene Sex reichen nicht mehr aus, weil man das Extreme gewohnt ist. Das Ganze ist dann kein körperliches Problem von eurem Penis, sondern findet im Kopf statt. Die Reizschwelle für eine Erregung wird quasi hochgesetzt und das Normale reicht nicht aus. Aber es kann zum Beispiel auch zu anderen Problemen führen. Das heißt, ihr kommt vielleicht zu spät zum Orgasmus, aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Das heißt, ihr kommt zu früh zum Orgasmus, weil ihr vielleicht während des Sex Bilder von Pornos im Kopf habt, die euch stark reizen. Kommen diese von mir angesprochenen Probleme bei euch auch schon mal vor? Wendet euch an eine vertrauensvolle Person, mit der ihr darüber sprechen könnt. Aber es gibt auch spezielle Stellen dafür. Zum Beispiel die Fachstelle für Mediensucht Return. So wie in Pornos dargestellt wird, funktioniert das normale Sexleben überhaupt nicht. Das Ganze sind keine realen Aufklärungsvideos und es ist wichtig, dass ihr selber eure Erfahrung macht und schaut, was euch gefällt, was euch zu viel ist und ja, woran ihr Spaß habt. Und natürlich wichtig ist, dass das Ganze immer einvernehmlich passiert und ihr über die Sachen redet. Habt ihr weitere Fragen dazu, dann schreibt einfach eine E-Mail an das Team der DAK Gesundheit. Weitere Themen und Videos von Sheila und mir gibt es natürlich wie immer auch auf TikTok bei Dr. Sex. Und lasst auch hier gerne ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst.